Wir hatten jetzt gerade noch eine Sitzung gehabt, die noch ein bisschen länger dauerte. Wir haben natürlich viel auch darüber gesprochen, was wir besser machen müssen und sind, glaube ich, auch, denke ich, neben dem, was jetzt schon geschrieben wurde und auch von außen dazu beigesteuert wurde, sind wir eigentlich unsere schärfsten Kritiker und sind da sauer auf uns selbst und auch enttäuscht von dem, was wir gezeigt haben. Jetzt muss natürlich von uns Spielern auch was kommen. Wir müssen wieder das zeigen, was uns so stark gemacht hat in der Vergangenheit. Und wir sind aber überzeugt davon, dass wir das können. Es ist ja keine neue Mannschaft, die jetzt auf dem Platz steht, sondern es sind die Spieler, die wirklich schon gute Leistungen gezeigt haben. Und wir glauben und wissen auch, dass wir das schaffen können. Und das werden wir beim nächsten Spiel schon gegen Schweden auch zeigen. Dieser Mut, dieses Selbstverständnis von uns und auch das Vertrauen in uns, das hat gefehlt. Warum das gefehlt hat, kann ich nicht beantworten. Aber es war natürlich von uns, von der Körpersprache her und auch von dieser Bereitschaft, die wir natürlich in der Vergangenheit schon gezeigt haben, war es nicht auf dem Platz. Das müssen wir uns ankreiden. Und das darf uns natürlich nicht mehr passieren. Ich finde es gut, dass wir heute nach Sotschi fliegen. Ich persönlich war noch nicht dort und freue mich auch auf diesen angesprochenen Tapetenwechsel. Es ist ein Zeichen, dass jetzt auch wieder was Neues kommt. Ich glaube, vom Gefühl her war es so, dass die Spieler von uns nach der Niederlage gerne schon fast am gleichen Tag gegen Schweden gespielt hätten, um einfach dieses schlechte Spiel wieder gut zu machen. Und dementsprechend sind wir froh, dass wir jetzt auch nochmal wirklich was anderes erleben, in eine andere Stadt reisen, in einem anderen Stadion spielen werden und dort auch uns jetzt wirklich fokussiert auf dieses Spiel vorzubereiten.